4.000 Euro in weniger als einer Minute. Ich zeige dir ganz genau, wo bin ich eingestiegen, warum bin ich eingestiegen, was war mein Ziel mit diesem Trade und wie habe ich überhaupt das geschafft, so weit zu kommen und solche Ergebnisse zu erzielen. Schau genau hin, ich werde dir jetzt alles im Detail zeigen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt und heute gehen wir zu meinem Trade im DAX. Denn genau mit diesem Trade im DAX haben wir zu den NFP-Zahlendaten vor kurzem erst einen sensationellen Trade gemacht und diesen habe ich live bei BASF Invest 1:1 vorher angesagt. Jeder konnte ihn mitmachen und jetzt zeige ich euch ganz genau im Detail, warum, wieso, weshalb. Denn jeder, der nicht dabei war, sollte genau jetzt diese Frage stellen. Und zwar, wir schauen jetzt in den Chart rein. Wir haben den 5. Juli und bekanntermaßen 14.30 Uhr werden die Zahlen bekannt gegeben. Ich schalte um in den Minutenchart, damit wir das ganz genau verfolgen können und zeige euch hier, das war der Ausschlag um Punkt 14.30 Uhr und wie so oft, es ging satt hin und her. Es gab eine Bewegung von ganz genau, wenn man es jetzt so akzeptiert, jetzt haben wir es, von ganz genau 80 Punkten. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Wir haben hier oben den Widerstand gehabt bei Punkt 3, den ich circa 10 Minuten, 20 Minuten bevor 14:30 die Daten kamen vor, mit euch zusammen oder mit denjenigen, die vorher live mit dabei waren, hatte ich das eingezeichnet. Das ist ein Widerstandsbereich und das basiert genau auf dem, wie ich immer vorgehe, und zwar Widerstand, Unterstützung auf den Abwärtstrend, was nichts anderes ist wie Widerstand und Unterstützung. Wir hatten also hier oben den Widerstand und das hier zeigt sehr gut, was halt Trading eben in der Wirklichkeit ist, und zwar es ist nicht immer punktgenaue Einstiege, punktgenaue Ausstiege, sondern der Bereich, der Widerstandsbereich wurde nicht getroffen. Ich war 17 Punkte zu geizig, weil ich wollte hier oben einsteigen, ich wollte aber nicht hier einsteigen. Und somit sah es erst einmal so aus für mich, als wäre der Trade dann eben hinfällig und ich kann nicht mit dabei sein. Was ich aber dann doch gemacht habe, ich bin später eingestiegen und ihr seht hier bei der minus 30, ich bin mit minus 30 Einheiten short gegangen und mein Risiko beläuft sich oder belief sich auf ein SL von 33 Punkten inklusive dem Spread, das heißt bei 18.641, und genau dann hätte ich 1.000 Euro verloren, wenn das denn so passiert wäre. Im Folgenden ist auch Folgendes passiert. Er ist auf die 630, er ist auf die 629. Er war also nur 10, 11 Punkte von meinem Stop-Loss entfernt. Und ihr seht sehr gut, Widerstand und Unterstützung in Rot. Er hangelt sich dann hier lang. Viele haben hier schon gesagt, das wird doch nichts, der zieht doch durch. Wie kann man hier short gehen? Und das höre ich natürlich öfters. Diejenigen, die dann sowas aber schreiben, die sind halt jetzt dann nicht mehr dabei und genau diejenigen sind halt dann auch die, die eben nicht dieses Geld verdient haben, was ich hier verdient habe und was ihr auch habt verdienen können, weil ich es eben im Live-Trading 1:1 umgesetzt habe. Diese Unterstützung wird getestet und es geht bergab nach diesem kurzen Doppeltop hier oben und der Trade geht runter und der Kurs fällt immer weiter und weiter und weiter und ihr seht, ich habe hier sogar vor 14:30 die Marschroute eingezeichnet und die passt natürlich nicht punktgenau, aber das ist auch völlig wurscht, weil letztendlich geht es genau darum, es wurde mit einem sauberen, klar definierten SL gearbeitet, der Einstieg war sofort Market, ist bekannt gegeben worden und wie schön kann man eigentlich handeln oder wie schön funktioniert eigentlich technische Analyse. Ihr seht, wie sauber der Trade hier dann in diese Unterstützung oder der Kurs in diese Unterstützung reingekommen ist und dann sogar gedreht hat. Es geht
eigentlich nicht arg viel besser. Und der Trade läuft sogar immer noch. Und der Trade ist immer noch dicke vorne. Wir waren sogar bei über 5.000 Euro Gewinn. Und was hat das jetzt mit, ich habe keine Zeit für Trading, Hochfrequenzhandel zu tun und so weiter und so fort. Also selbst derjenige, der bis heute keine Zeit hatte, diesen Trade zu verwalten, der Trade läuft immer noch. Über anderthalb Tage später, Wochenende war noch dazwischen und so weiter und so fort. Also das ist das Ergebnis von einem klar definierten Setup, was jeder lernen kann, was jeder auch so umsetzen kann. Und das ist das Ergebnis, über 5.000 Euro sogar in der Spitze mit einem Trade, der innerhalb von wenigen Sekunden eingegangen worden ist, um den man sich hat nicht mehr kümmern müssen, weil der SL war klar, der SL ist bis heute nicht angepasst und der Trade läuft bis heute weiter. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Das auf jeden Fall zum super schönen DAX-Trade und das ist nur einer von wenigen, die ich euch zeigen kann, die so gut funktionieren. Einer von ganz vielen Trades, einer von wenigen, die ich euch zeige. Und wenn ihr aber davon, von diesen wenigen, mehr haben wollt, dann schreibt, kommentiert, liked und was auch immer. Macht's gut, bis hoffentlich bald.